Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte diese zwei Schätze mit euch zusammen austesten. Und zwar geht es um die Kollektion von Zoeva Spice of Life. Ich habe die Highlighter Palette und Blush und einmal die Mini-Version von Zoeva mit diesen sechs wunderschönen Farben. Und ich dachte, wir kreieren ein bisschen herbstigen, regnerischen Look. Und ja, ich habe soweit mein Gesicht einfach fertig gemacht, damit wir schnell durch sind. Wir fangen einfach an mit dieser wunderschönen, wunderschönen Palette. Ich nehme einen fluffigen Blenderpinsel und gehe erstmal in das helle Beige-Weiß-Creme und trage mir das erstmal unter die Augenbrauen, damit ich mein unbewegliches Lid erstmal so setten kann, damit ich gleich besser verblenden kann. Ich hoffe, ihr erkennt alles. Dann gehe ich in dieses wunderschöne Karamellbraun. Das ist sehr, sehr pudrig. Man muss ein bisschen aufpassen. Und trage mir das. Das war schon ein bisschen too much. Einfach großzügig an der Lidfalte. Und drüber hinaus. Sieht schon mal schöne Übergangsfarbe. Wirklich. Ja, ich wollte euch zeigen, wie das ist, wenn man Echthaarpinsel mit diesem Teil so swirlt. Da fliegen echt viele raus. Also ich habe das Gefühl, die brechen dann so regelrecht ab und fallen einfach raus. Also das tut denen nicht so gut. Ich würde es auch lassen, das war jetzt eine Ausnahme. Ich würde auch nicht mit Alkohol daran arbeiten, lieber waschen. Also die gründliche Reinigung ist besser. Ich habe minimal Fallout, das wische ich mir weg. Ich habe auch noch nicht gesettet oder sonst was. Und in dieser Palette gehe ich in diesen dunklen rotbraunen Ton und klopfe ihn besser aus wie vorher. Trage ihn wirklich nur in der Lidfalte auf. Und unten unten am Wimpernkranz, das möchte ich gleich benutzen, unten am Wimpernkranz nehme ich mir so einen feinen Augenbrauenpinsel und gehe auch mal in dieses Rotbraune rein und trage ihn mir unten am Wimpernkranz auf. Da ist kein Spiegel dabei, ich mache das mal eben. Und dann wieder in diesen braunen. Und verblende das Ganze gleich mit einem fluffigeren Pinsel. Also in den, wo ich eh schon ein bisschen Farbe von dem Rotbraun hatte. Gehe so ein bisschen am Wimpernkranz entlang. Muss nicht so stark sein. Das ziehe ich so ein bisschen höher. Ich hoffe, ihr erkennt das. Dann möchte ich unbedingt diesen Ton hier noch ausprobieren. Und dafür möchte ich aber eine Base noch benutzen, damit ich im hinteren Teil ein bisschen dunkler bin.
Das ist von Urban Decay. Das ist so ein Creme-Lidschatten oder Liquid Liner in Solstice. Diese Farbe, also ich feiere dies wirklich sehr. Das ist wirklich so ein Blue-Brown. Sieht total schick aus, gefällt mir richtig gut. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Und den trage ich mir jetzt einfach mal auf mein bewegliches Lid auf. Ich guck mal, ja, auf mein bewegliches Lid. Das war natürlich etwas zu viel. Ich habe den Stopper schon entfernt. Aber das ist ein wunderschöner Creme-Lidschatten, sagen wir mal. Der nicht an. Ich glaube, der spricht mal mit Fix Plus an. Dann kommt da noch mehr raus. Und ich würde mir tatsächlich das Fix Plus auch kaufen. Zum einen auch fürs Gesicht. Ich finde das echt nicht schlecht. Ja, kann man so lassen. Das wird so ein bisschen bröckelig auf dem Auge. Seht ihr das? Also, wenn man schon ein bisschen Fältchen hat, ist es ein bisschen schwierig. Und im Innenwinkel highlighte ich mit dem weißen Ton. Ja, einfach weil wir ja schon so viel Glimmer und Schimmer und keine Ahnung was haben, gehe ich da so ein bisschen rein und öffne meinen Augeninnenwinkel. Puste mir mal das ganze Fallout hier weg. Es gab nämlich schon ein bisschen. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Dann gehe ich nochmal mit dem Blenderpinsel so ein bisschen drüber. Auch der Farbverlauf ist wunderschön. Ich würde sagen, wir sind durch mit dieser Palette. Wir gehen zum Blush und Highlight. So sieht es aus. Das sind zwei Farben. Ich muss sagen, der Highlighter ist nur mit Schimmer und der Blush hat Glitzerpartikel. Gucken wir mal, wie wir damit arbeiten können. Ich gehe da mit so einem fluffigen Pinsel rein und klopfe das auf jeden Fall ab. Dann fällt das meiste Glitzer. Ich zeige euch das mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie viel Glitzer da ist. Und wenn ich es abklopfe, fällt das ganze Glitzer ab. Zwar auch Produkt, aber mir ist wichtig, dass nicht ganz so viel Glitzer in meinem Gesicht ist. Was heißt wichtig? Eigentlich fällt ja eh dann im ganzen Gesicht rum. Ist aber ein echt schöner Glow. Also was das Produkt schon bringt. Oder ist der matt? Ich wollte nämlich die Palette nochmal zusammen ausprobieren, ob ich sie überhaupt benutzen werde. Oder ich mich davon trenne. Dann kommen wir zum Glow. Ich mache mal meinen Pinsel sauber. Mein Glowy Pinsel. Super schöne Kollektion von BH Cosmetics. Oh, ich habe überall Puderpartikel und trage mir den jetzt mal hier so auf. Ich finde, wenn man es auch großzügig aufträgt, kann man ruhig den Blush davor auftragen. Wie wenn man so partiell hier zum Beispiel einen Glow nur setzt. Ich trotzdem mit meinem Blushpinsel nochmal da lang. So, mach mein Gesicht jetzt soweit fertig, komm dann nochmal zurück und ich zeige euch das. Dann benutzt habe und schreibt es in die. Ihr Lieben, ich habe mich auch tatsächlich entschieden, was auf die Lippen kommt. Das ist von The Balm Meet Mats Hacks.
Hackes Scherming. Irgendwie sowas. Ist ein wunderschöner Rosenholzton. Ist so ein Liquid Lipstick. Den riecht fantastisch. Finde ich nach After Mint. After Eight. After Mint. So, meine Lieben, mein Look ist fertig. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er. Ist heute mal ein bisschen dumm. Ein bisschen so, ja. Eher was für den Herbst. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Ciao.